Square Enix. RPG, Tokoyo Factory. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldorim zu einem neuen Netztest. Zu einem Netztest von Lost Sphere mit dem Zwergfürst auf der Nintendo Switch. Ja, ich würde mal sagen, wir starten direkt ein neues Spiel und gegen die Welt von Lost Sphere. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Ich habe davor noch nie etwas in der Art gespielt. Lost Sphere kenne ich noch nicht. Auf geht's. Finden wir heraus, was hinter diesem wunderschön leuchtenden Titel steckt. Auf geht's. Ja. Aber unbedingt. Auf geht's. Hier gibt es einige Schwindepunkte. Es sollten wir Artefakte schaffen. Auf der Weltkarte gibt es Schwindepunkte, die wieder hergestellt werden müssen. Erstelle an Schwindepunkten als Artefakte bekannte Relikte aus Erinnerungen. Artefakte ändern Kampfregeln oder den Verlauf von Abenteuern. An einem Punkt können beliebig viele Artefakte erstellt werden. Artefakte und Wiederherstellung von Schwindepunkten bringen dir Vorteile ein. Was sollen wir machen? Nun, die Zwielichter sind anscheinend geübt in der Verwendung von Magie. Etwas, was magische Kräfte verringert, wäre vielleicht ganz gut. Damit wäre ein Punkt abgehakt. Was ist mit den anderen Schwindepunkten? Wir müssen von uns wegen der anderen. Wir müssen uns wegen der anderen nicht gleich entscheiden, oder? Warten wir, bis wir herausfinden, was wir machen können. Gute Idee. Also auf zum ersten verlorenen Punkt. Ja, eine Spieleinleitung wäre vielleicht nicht ganz schlecht gewesen. Eine Vorstellung der Charaktere oder vielleicht eine kleine Story-Sequenz, vielleicht irgendwas, was mich da reinführt, was mir sagt, ja, wo bin ich denn überhaupt? Wer bin ich? Was mache ich hier? Aber gut. Muss ich nicht wissen, wer ich bin, wo ich bin und was ich mache. Ja. Gut, schnell speichern macht man so. Schön. Haben wir schon was rausgefunden? Ein Gruppengespräch. Der Rat liegt nordöstlich von Marport. Wir brauchen Vulkulzit, um hinzukommen. Wir müssen durch das Loch Loslabyrinth. Es liegt östlich von Marport. Wird anstrengend, aber ich möchte, dass alle mitkommen. Alles klar. Untersuchen. Du entdeckst mehr Gegenstände. Ein Leuchtstein. Hört physischen Angriff. Damit kannst du Minikarten auf der Weltkarte sehen. Alles klar. Ja, dann ernten wir doch mal. Warum nicht? Ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Magische Landwirtschaft, wie es hier aussieht. Das ist ja sehr magisch. Ah, schön. Ernte erstellt.
Egal wie oft ich das sage, ich bin beeindruckt. Meine Dankbarkeit kennt kein Ende, Cantata. Cantata. Nun gut, gehen wir zur Heiligen Rahel. Was auch immer die Heilige Rahel ist und was wir hier wollen und was hier passiert und was unser Ziel ist und ja. Wie gerade gesagt, eine kleine Einführung wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber ja, man kann ja nicht alles erwarten von diesem Spiel. Ist ja nur eine kleine Demo-Version. Also, ich bin scheinbar der kleine Fratz dort unten, der in weiß, der mit dem weißen Umhang ist kaum zu sehen. Ich kenne nur ein weißes Männchen mit schwarzen Haaren, scheinbar kurzen schwarzen Haaren. Ja. Ich vermute, es ist ein Junge. So von hier aus, von der Entfernung gesehen, könnte man durchaus vermuten, so ja, ein Junge zwischen naja, 17 und 20 Jahren, so ungefähr könnte das hinhauen. Ein Kai, ihr könnt dein Schiff anlegen. Ja gut, eine Einführung in das Spiel gibt es wohl erst in der Vollversion. Alles klar. Schön. Und ja, wo muss ich jetzt lang? Was ist das Ziel? Was mache ich hier? Okay, ich also stelle hier erstmal ein Ziel. Ohne wie das ausgesprochen wird. Ein Bäumchen. So schaut's aus. Und damit geht auch ein bisschen Nebel weg. Aha. Yggdrasil erstellt. Alles klar. Das haben wir noch nicht gemacht. Ah, okay. Da haben wir irgendwas angelegt. Vulkrusuit ablegen. Aha. Und das ist das Lagermenü. Alles Klärchen. Die Gruppe, das wüsste ich gerne mal. Cantata, ich bin Cantata Domina. Cantata Domina. Ja, ungefähr so. Ich weiß nicht, wie mir das eingefallen ist. Ein Van haben wir hier noch mit dabei. Lumina und Obaru. Ja, wie gesagt, ein Junge. Ich glaube, das ist ein Junge, oder? Ist das ein Junge oder ist Cantata? Könnte auch weiblich sein. Ja, Van haben wir hier. Lumina, die sieht einigermaßen weiblich aus. Und Obaru. Ja. Mitglied entfernen, das können wir auch machen. Okay. Naja. Was soll's. So, jetzt haben wir zumindest mal die Charaktere von Namen gesehen. Wir müssen jetzt zum Rahel. Kann hier bitte einer mal erklären, was ein Rahel ist, das wurde mir auch noch nicht wirklich verklickert. Das wäre vielleicht ganz schön, mal das zu erfahren hier in dem Spiel, hier in der Demo-Version. Wäre vielleicht nicht ganz schlecht. Ich meine, ich kann jetzt auch hier weiterhin den Nebel entfernen, hier mit einem Magieauge. So auch langsam vorankommen, aber ja, Leute, eine schöne Storyline hätte ich ganz gern. Ich müsste mir ein. Ich mecker hier mal, aber gut. Magieauge erstellt. Spielen wir es erstmal. Ja, erstellen wir hier ein paar Sachen, mit denen wir den Nebel befreien können. Und finden dieses Raha oder wo wir auch hin sollen, was auch immer das heißt. Dieser kleinen Insel. Ja. Wo können wir hier hin? Ich weiß, das ist wahrscheinlich irgendwie eine Fortsetzung von irgendeiner Reihe und ich bin ja mittlerweile im dritten Teil von einer großartigen Saga, aber so sieht es für mich als Neueinsteiger, der noch nie Lost 4, vielleicht gibt es ja schon einen ersten und zweiten Teil davon,
der dir Teil 1 und Teil 2 noch nicht gespielt hat, den womöglichen Teil 1 und 2. Heiliger Rahit, ach, das ist der Heilige Rahit. Ach so. Da wären wir also. Könnte man mir Einsteiger vielleicht irgendwie erklären, was ich hier mache? Hallo, Heiliger Rahit. Ach nee, das ist Aronos. Siehst du das? Der Weg ist blockiert. Tja, am liebsten würde ich mit Gewalt durchbrechen und ihnen eine Abreibung verpassen. Aber sie werden sich heftiger als wir erwartet haben. Die Situation ist verfahren. Also möchte ich sie umgehen und dort treffen, wo sie es nicht erwarten. Und dazu braucht ihr uns? Du wirst es verstehen, wenn du es selbst gesehen hast. Die Stelle liegt gleich oberhalb der westlichen Klippe. Aha, ich komme mir hier trotzdem noch ziemlich fremd vor. In diesem Spiel. Das könnte man vielleicht mal ändern. Das Schicksal brachte uns zusammen. Vielleicht ist es Schicksal, dass du etwas verkaufst. Ich kaufen? Ich habe doch Geld. Wo soll ich denn Geld her haben? Ja, irgendwie habe ich Geld. Trank älterer Phönix-Tränen. Oh, Phönix-Tränen, das klingt doch gut. Das ist bloß ziemlich teuer. Belebt ein bewusstloses Gruppenmitglied wieder. Das klingt doch super. Quellwasser. Mit einem Trank. Ich nehme einmal einen Trank. Ich hätte gerne einen Trank und einmal eine Phönix-Träne. Und ja, Heilmittel, davon nehme ich auch noch eins. Ja, und dann auch ein bisschen Quellwasser. Warum nicht? Kaufen wir. Gekauft. Unser Geld ist fast alle. Ausrüstung stärken. Lass mal erstmal. Wir haben genug gekauft. Ich wollte die Zwielichter sehen, aber für mich scheint ja schwer was los zu sein. Ich frage mich, was als nächstes geschieht. Wir werden es wahrscheinlich und hoffentlich gleich sehen. Und dann hochgeklettert. Zack, meine Teamkameraden kommen hoffentlich mit. Ah, da sind sie, aufgebufft. Na, dürfen wir weiter? Na, was passiert? Oh, da tauchen Leute aus dem Schatten aus. Aus dem Nichts. Und was ist das? Wieder ein Stückchen Nebel. Oder Wolke, was auch immer. Ah, ich verstehe. Etwas, was verloren ist, ist euch im Weg. Ja, darum haben wir euch gerufen. Ihr müsst diese Stelle wiederherstellen. Ich verstehe bis jetzt nur Bahnhof. Also es ist, ich lese das natürlich so vor, so gut wie ich kann, aber ja, vielleicht erklärt es mir einer in den Kommentaren. Vielleicht bin ich da wirklich auf dem letzten Stand hier, also bin ich nicht auf dem letzten Stand und hänge hinterher und müsste eigentlich wissen, dass das eine ganz bekannte Sache ist und das so und so ist und das weiß man doch eigentlich und ja, Swaggy, warum stehst du dich so blöd an? Erklärt mich doch mal auf in den Kommentaren. Ich weiß es nicht. Ich bin hier blutiger Anfänger, Frischling. Du bist Kantata, oder? Dein Einsatz entscheidet über den Erfolg unserer Mission. Wenn deine berühmten Kräfte nichts taugen, haben wir ein Problem. Verstehen wir uns? Ach, ich bin also auch noch berühmt, okay. Ich habe irgendwelche Kräfte. Scheinbar habe ich die Kräfte, den Nebel wegzumachen mit irgendwelchen magischen Artefakten. Ah, okay. So ist es also. Ich bin Kantata, ich habe magische Kräfte. Ich bin ein Junge zwischen 16 und 20. Da magische Kräfte, habe ich da schon gesagt. Und bin scheinbar Ninja oder sowas. Deshalb habe ich ja diese Klamotten irgendwie an. Und ja, so viel mal festgehalten über uns. Und wer die anderen sind, weiß ich auch noch nicht. Und wer das da ist, ja gut, aber es ist erstmal gut, was über uns so ist. Das ist einmal schon mal ein Anfang. Ich gebe mein Bestes. Ja, okay. Was nun, Kantata? Ich hoffe, die Monster hier... Achso, das ist Kantata. Ich hoffe, die Monster hier haben Erinnerungen an diesen Ort, wie auf dem Ragnes.
Aber wir werden es erst herausfinden, wenn wir die Monster angreifen. Ach, das sind Monster und die müssen wir angreifen. Ach, ich komme hier mit. Also je weiter wir im Spiel fortschreiten, desto blöder komme ich mir irgendwie vor. Ich komme mir vor wie der hinterletzte Depp, der nicht weiß, wo wir sind. Also ich bin scheinbar ein Held hier, aber ich weiß nicht, was ich bin, wo ich bin und ja, doch wer ich bin, weiß ich mittlerweile. Was ich machen soll. Ich meine, jemand von denen, vielleicht ich Kämpfer dorthin, könnt ihr mir mal sagen, was ich hier zu tun habe? Nee, nicht. Na schön. Zeigen wir den Jungs hinter uns, wie es gemacht wird. Vielleicht halten sie dann mal die Klappe. Und dann zeigt uns das mal. Achso, wir sollen den Jungs hinter uns zeigen. Ja, Angriff, ein Artefakteffekt. Die Effekte betreffen beide Seiten im Kampf. Bis der Kampf endet, finde heraus, welche Artefakte dir am meisten nutzen. Wie kämpft man denn? Im Angriff kannst du Charaktere frei über das Feld bewegen. Feinde können im rot blinkenden Angriffsbereich angegriffen werden. Schön. Windbrise. Ja, hallo. Angriff auf ihn. Ja. Zack. Ich bin jetzt eher hier. Der Angriffsbereich jedes Charakters ist anders. Manche Angriffe treffen bei richtiger Positionierung sogar mehrere Gegner. Ist schon jemand K.O.? Nee, scheinbar noch nicht, aber einen Trank habe ich, setz den denn jetzt ein? Sandy. Okay, jetzt habe ich den angegriffen, den Sandy. Da steht einer am Rand. Wie kann ich den denn bewegen? Und was mache ich hier? Angriff, da auch Sandy. Zack. Auf die Rübe. Okay. Ist auch ein bisschen blöd, jetzt hier das Ganze hier aus dieser Perspektive zu machen. Das ist, meint er nicht, das Ganze so ein bisschen beschissen ist. Aus der Vogelperspektive. Da ist man doch voll nicht mit drin im Kampf. Okay, sie ist jetzt dran. Ich habe keine Ahnung, was hier läuft. Scheinbar haben wir gewonnen. Ja, sehr gut. Jetzt die Wolke da befreien. Großer Klumpen. Erinnerungen verwenden. Ja, eine Erinnerung wäre mal gut, wenn ich die mal sehen könnte. Vielleicht würde es Aufschluss darüber geben, wer ich war. Was vielleicht Aufschluss darüber geben könnte, wer ich bin. Und was ich hier suche. Also, ich habe die Stelle wiederhergestellt. Das hier verloren ging, war also ein herabgestürzter Felsen. Was? Es ist wahr. Der Felsen ist wieder da. Ich kann es nicht glauben. Wie hat er das hingekriegt? Unglaublich. Ich wünschte, der Bursche wäre in meiner Truppe. Der Felsen. Oder was? Wie jetzt? Ich bin komplett verwirrt. Ich bin nur noch durcheinander. Falls ich am Anfang verwirrt war, bin ich jetzt. Ja. Nein, tut mir leid. Die Gruppe wurde von Lord Zemeroth und wer ist das schon wieder, in meine Obhut gegeben. Aber du kennst mich doch. Ich kriege immer, was ich will. Ich werde die Namen von Kantata auf meinen Wunschzettel setzen. Ja, vielleicht kriegst du ihn ja zu Weihnachten. Vielleicht liegt er unter deinem Tannenbaum. Oder sowas. Ja, keine Ahnung. Wenn du meinst, General... Katata, ich bin stolz auf dich, ein Felsen. Der größte sollten wir mit einem Vulkan Vulkosit zerstören.
können. Gehen wir weiter voran. Und drücke bei angelegtem Vulkosit den A-Knopf bei einem Hindernis, um es mit Flash zu zerstören. Und wer ist jetzt Flash schon wieder? Ist das der Typ, der Gardenoffizier dort, der Hauptmann oder? Ach Leute. Das liest sich hier alles so ungefähr wie das Silmarillion von J.R.R. Tolkien. Das ist nichts gegen J.R.R. Tolkien, ist ein großartiger Autor, aber ja, wer das Buch gelesen hat, weiß, was ich meine. Du hast wirklich keinen Peil. Von hier an sollten wir lieber unsere Vulkosoids tragen. Von mir aus. Wenn du die L-Taste gedrückt hältst, legst du Vulkosids an oder ab. Das haben wir schon herausgefunden. Hast du 0 VP, kannst du im Kampf kein Vulkosid anlegen. Die Einstellungen können individuell am Lagermenü oder in der Gruppe geändert werden. Gute Idee! Mit unseren Vulkosids können wir mühelos Felsen in unserem Weg zerschmettern. Und das Kämpfen ist in unserem Vulkosids auch einfacher. Wir müssen nur auf die VP achten. Um VP zu sparen, müssen wir nun unsere Anzüge zum Kämpfen ablegen. Du kannst auch den VP-Lader verwenden, um VP aufzufüllen. Das ist ziemlich trocken hier, das Ganze, aber gut. Na dann. Bams. Haben wir weggestört, haben wir zerstört. Alle gemacht. Ich glaube, die sollen wir ablegen, oder? Trägst du im Kampf einen Vulkosid, kannst du statt des normalen Angriffs einen Spezialangriff, das Paradigma, anwenden. Der Vulkosid hat andere Paradigma-Fähigkeiten. Schön, schön. Das Paradigma von Cantatas Vulkosid wird gemeinsam mit einem Verbündeten, der auch einen Vulkosid trägt, einen kraftvollen Todesstoß aus. Divinität, okay, keine Ahnung, hau einfach irgendwie drauf. Denke, mach mal was, oder, Skills haben wir auch noch, das bezweifle ich stark, dass wir Skills haben, Rundlicht, Skorob, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Macht ihr einfach mal, könnt ihr das ohne mich machen, oder, X-Schlag, das klingt cool. Was? Wie auch immer. Drück hier an die Tasten, was mache ich, was kann ich hier? Pause, Seite wechseln, Grazie, keine Ahnung. Was mache ich hier? Was läuft? Das sieht wundervoll aus. Sieht special, super special mäßig aus. Hat fast nichts gebracht, die leben immer noch. Okay. Schön, einen haben wir besiegt und Wasserfall vielleicht oder so. Okay, der steht jetzt da hinten und kann nichts einsetzen oder wie was? Keine Ahnung. Was zum Henker? Jetzt läuft die jetzt wieder rum, jetzt bin ich hier der Lerner und ich habe absolut keinen Schimmer. Leute, Hilfe, was mache ich hier, was soll ich tun? Erst in 5 Runden wieder verwendbar, ja schön. Er hat 3 Treffer, irgendwas. Haben wir das jetzt gewonnen oder haben wir es verloren oder was? Scheinbar haben wir irgendwie gewonnen. Toll.
Und weiter geht's hier hoch. Ach, Leute, ich will nicht mehr. Kann man Vulkosit ausziehen? Kann man das hier irgendwie so hier raus? Da hoch. Jetzt bin ich wieder der Junge im weißen Anzug. Das ist gleich der nächste Kampf. Ach Leute, kommt. Ich lass es bleiben. Ich kletter hier gleich wieder runter. Komm, lass mal's gut sein. Ich beende die Phase jetzt, diese ganze Geschichte hier an dieser Stelle. Da mich nach oben soll es euch irgendwie gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwang fast verpassen wollt. Das nächste Let's Test wird ein bisschen anders. Kann ich nur sagen, besser. Ich habe immer noch keinen Plan, was ich hier mache. Lost 4, Schön. Komme ich hier irgendwo zurück ins Menü? Man sieht sich dann in einem anderen Video auf meinem Kanal wieder oder in einem anderen Test irgendwann. Bis dahin habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ein wenig unterhalten. Ja, das war Lost 4. Die Demo-Version, zumindest ein wenig gespielt. Klärt mich mal auf in den Kommentaren, wenn ihr wisst, was hier ablief und eine Ahnung habt. Ich bin dann damit jetzt erstmal fertig, werde das Ganze wieder deinstallieren. Und dann, sehen wir uns. Bis dahin. Ciao, ciao.